Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier in Aquila City mit der lieben Sarah. Und wir waren auch in den letzten Folgen für das Freestar Collective hier unterwegs, hatten hier ein bisschen ein paar Quests gemacht. Und ich will irgendwie ihr auch mal vernünftige neue Kleidung irgendwie organisieren. Ich glaube, ihre alte Kleidung haben wir verkauft gehabt, ne? Ich glaube, da haben wir momentan nichts für. Und ich habe mir tatsächlich auch in letzter Zeit, was den Schiffsbau angeht, ein paar Tutorials reingezogen, wie man das vielleicht besser hinkriegen könnte, als das, was wir da haben. Leider ist das mit den Dingens hier mit den Leitern und so weiter ein sehr, sehr starkes Problem. Lift auf eingeleitet, Captain. Auf in den wunderschönen Himmel. Also mit den Gängen und den Leitern, dann kriegt man nicht so einfach wieder normal. Wie man das haben möchte. Wir sind im Orbit. Ich bin süchtig danach. So, warte mal, ich habe da was gehört. Irgendwas. Ah, das ist alles Freestar, Econohowl, Agamon. So, aber wir wollen in die Richtung nach Monterra. Wollen wir mal dahin reisen. Ja. Alles klar, machen wir. Keine Schmuggelware. Was ist denn das eigentlich für ein Ort? Mining-Außenposten, Wagner-Farm, ziviler Außenposten. Auch ein Cheyenne-System, okay. Also ein benachbarter Planet einfach. So. Okay, dann wollen wir dahin. Und dann endlich wieder seit langem diese vernünftigen Ladesequenzen. Hoffentlich vernünftige Ladesequenzen. Klar zur Landung. Sinkflug eingeleitet. Sprich mit Michaela Wagner. Können wir irgendwie unser Raumschiff eigentlich. Ah, egal. Da will ich mal nicht hinterfragen, da wieder, wie wir das mit dem Raumschiff mal machen können. Wer? Ein Fußball! Komm, Sarah, lass mal Fußball spielen. Hier sind die aber auch alle noch einen richtigen Latzhosen und so weiter. Finde ich gerade sehr interessant auf jeden Fall. Die Freestar Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Ich bin Ranger Emma Wilcox, das ist mein Deputy. Wir helfen dir. Also, was ist passiert? Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten, mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen, haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Ihr Angebot war mies, also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. Sie haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit. Und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Wenn sie vorhaben, wiederzukommen, müssen sie irgendwo in der Nähe sein. Wir jagen diese Schweine und erledigen sie. Sie sahen wie Soldaten aus, sagst du? Gibt es irgendeinen Grund, warum sie ausgerechnet an dieser Farm Interesse haben können? Mir fällt nichts ein, nein. Ehrlich gesagt,
machen wir gerade harte Zeiten durch. Die letzte Ernte war die schlechteste seit langem. Und das Land hier ist auch nicht gerade knapp. Es gibt genug für alle. Mhm. Und wie viele Männer waren es? Sie waren zu viert. Aber als sie gegangen sind, habe ich sie reden hören. Da klang es, als wären noch mehr in der Nähe. Und sie sahen aus wie Soldaten, sagst du? Ganz genau. Die Uniformen sahen aus wie die von den Freestar-Soldaten damals im Krieg. Ihre Augen waren irgendwie hart, wie aus Stahl. Als wären sie Gewalt gewohnt. Ich hatte Angst um mein Leben. Mhm. Okay, dann, wenn sie vorhaben wiederzukommen, müssen sie irgendwo in der Nähe sein. Hinter dem Haus liegen Canyons. Da sind sie hingegangen. In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ah, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Ma'am. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. Also, gehen wir uns die Canyons ansehen. Alles klar. Nun, Deputy, ich denke, es wird Zeit, dass du vorangehst und uns zeigst, was du kannst. Ganz genau. Alles klar. Dann gehen wir. Mach ein bisschen Licht an und dann schauen wir mal. Das sieht aber auch hier irgendwie sehr cool aus. So, muss ich irgendwas analysieren? Die Spur der Schläger verfolgen. Ist still hier draußen. Das ist schön. Mal was anderes als Aquila City. Jetzt bin ich neugierig, wo die sein könnten. Also, sind die wirklich hier runtergegangen? Hä? Ist es wirklich eine gute Idee, in diese Canyons zu gehen? Der Weg sieht gefährlich aus. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. Als Kind war ich ständig auf Erkundung, habe Karten gezeichnet. Mit den Canyons hätte ich mich monatelang beschäftigen können. Schwarme Sonnenblume. Ich hätte jeden Winkel angesehen. Die sehen ein bisschen gefährlich aus. Habe ich ein Scharfschützengewehr? Das hier müsste. Das ist von der. Wo? Ernsthaft? Die greifen die Sonnenblumen hier an? Bevor du noch jemanden triffst. Die greifen die Sonnenblumen einfach an? Jetzt verstehe ich, warum die Sonnenblumen heißen. Wild gewordene Sonnenblumen. In Deckung. Okay, die Sonnenblume ist weg. Oh. Jo, Alter. Alter. Hier ist irgendwo noch eine Sonnenblume. Was machen die noch da oben? Ach so. Ich nehme das mit, was die da haben in sich. So, wo ist der Tote? Hier. Wie lange ist er? Siedlerin. Überprüf lieber deine Munitionsvorräte. Wir sind nicht das Einzige, was durch diese Canyons streift. Ja, yeah, yeah, das sehe ich schon. Hier, Sonnenblumen greifen uns an. Achtung! Und weg ist es.
Okay, große Gravitation hat man hier nicht. Was steht hier? Schwerkraft 0,39. Ich glaube, ich weiß, wo die sein könnten. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hier. Die Banditen. Und was ist das? Ferdamanda. Sonnenblume von hinten. Du solltest das Viech ordentlich ausnehmen. Wer war das denn jetzt? Da fliegt die Sonnenblume. Oh. Ferdamanda. Wie kommt man auf solche Namen? Noch ein Siedler? Okay, einfach den Toten folgen, ja? Oder den Sonnenblumen folgen. Was ist denn das? Nickel. Ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Hier könnte es sein. Immer diese Sonnenblume, ey. Schön, mal unter freiem Himmel zu sein. Als Mutter bin ich nicht mehr so oft im Feldansatz wie früher. In Deckung! Da haben wir's. Die haben eine Sonnenblume getötet, einfach. Hey. Was? Was ist das denn? Rudel-Oktomane. Den kann ich nicht mehr scannen. Kann den aber noch looten. Wo war denn der jetzt? Der Roboter? Hä? Wo ist der Roboter hin? Hier. Alter, sind das riesige Maden. Sonnenblumen und riesige Maden. Die haben wenigstens Aminosäuren. Ja, ich sehe das Problem. Noch einer. Nein, 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 nein. Ah, nein. So. Was haben wir denn da? Aluminium. Brauchen wir alles? Ich nehme auch einfach alles mit. So, gucken wir erstmal hier lang. Ich
glaube, das ist schon der richtige Weg. Sieht ganz danach aus, als wären wir hier richtig. Konfrontiere die Schläger. Dieses Nadelöhr eignet sich perfekt für einen Hinterhalt. Ja. Da schießt auch einer. Savannengewürzstrauch. Kann ich aber nicht scannen von hier aus. Hier scheint gerade niemand zu sein. Und ich finde es interessant, dass die nicht darauf reagieren, dass ich hier mit... Oh, Fernglas. Vollfood würzige Würmer. Nehmen wir mal mit. Können auch vielleicht mal das, was wir eingesammelt haben, mal essen. Wir haben hier ein bisschen was voran, glaube ich. Battlestim. So, das nehmen wir mal. Das nehmen wir. Das essen wir. Komm, die Milch. Orangensaft. Zinsamid. Viereckige Pizza auch. Und ich glaube, dann einmal den geklauten Medipack. Dann sind wir die auch schon mal los. Aber dass die nicht reagieren, dass wir hier mit Licht drumherum laufen. Wir zählen als entdeckt. Komm, gehen wir so dahin. Guten Tag, die Herren. Eine Pfanne haben die hier. Gleich amüsieren wir uns. Guck mal an. Wen haben wir denn da? Die Wagoner hat die Kavallerie gerufen. Aber eine jämmerliche Kavallerie. Dreht mal lieber um und verschwindet wieder, solange ihr noch könnt. Normalerweise würde ich zu diplomatischem Vorgehen raten, um Blutvergießen zu vermeiden. Aber etwas sagt mir, dass das hier nicht klappt. Was wollt ihr von Mitterwegner Farm? Das eigentlich ich ist es nicht die Farm, die so besonders ist. Aber das geht dich nichts an. Und wer seid ihr? Erkennst du die Uniformen nicht? Nö. Aber es sollte mich nicht wundern. Der Major meinte ja, es hätten alle einfach vergessen, welche Opfer wir gebracht haben, wie wir verraten wurden. Aber bald werden sie sich daran erinnern. Dafür sorgen wir. Ihr werdet mich erst los, wenn ich Antworten kriege. Denkst du echt, du kannst hier Forderungen stellen? Das Einzige, was du von uns kriegst, ist ein frühes Grab. Also, das wollen wir sehen. Irgendwelche letzten Worte, die ich vergessen kann? Ihr seid alle verhaftet. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Die Freestar Ranger interessieren mich einen Scheiß. Eigentlich macht das die Sache nur noch lustiger. Macht sie fertig, Jungs! Wir sind auf die Hilfe! Sie dürfen nicht leben, wenn Tom greife Feinde so. An! Komm! Den Sch... So. Kann ich dessen Outfits hier haben? Hey, was geht mit der ab? Die mit dem Messer hier. Hallo. Geht die. Hör auf, mir in die Schussbahn zu gehen. So, noch ein paar Arschlöcher reinballern. Dich mach ich platt. So. Und nichts zurückgeben. Auf jeden Fall. So, wo sind die anderen? Ich will noch looten. Da haben wir einen. Der liegt bequem auf jeden Fall.
Ein Bolzenschneider. Hier lag doch noch einer, abgesehen von ihm jetzt. Egal. Dann nur ihn. Kann ich mit ihm jetzt noch irgendwas machen? Oh, hier könnte es was Gutes geben. Scheiße, das war deutlich heftiger als erwartet. Reden wir. Hier gab es noch jemanden. Musste ich ihm wirklich jetzt einen Gnadenschuss hier noch geben? Ja, komm, alles reden. Okay? Ja, alles gut. War nicht meine erste Schießerei. Was hältst du von den Burschen? Ist das ein normaler Arbeitstag? Ach komm, ist mal nicht meine erste. Du führst wohl ein ziemlich aufregendes Leben. Je weniger ich über dich weiß, desto besser. Hm? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir irgendwie heraus, was die Typen vorhatten. Hm, ich sehe mal, was ich finde. Ebenso. So, was haben wir eingesammelt? Eine Slater auf jeden Fall, die wir lesen müssen. So, welche waren das? Job erledigt, stand da, glaube ich. Da. Mein Kontakt in der Firma hat geliefert. Ich habe dein Schiff. Hab es mir direkt in der Fabrik unter den Nagel gerissen. Sehr peinlich für Haupttech. Sobald die Credits auf meinem Konto sind, setze ich es an der vereinbarten Stelle ab. Falls du in Zukunft noch mehr Schiffe brauchst, sag Bescheid. Für solche Jobs in ich immer zu haben. Da kann ich schreiben, auf jeden Fall. So. Jetzt noch nach Hinweisen suchen, ne? Ist das ein Hinweis? Savannenkraut auf jeden Fall. Ich gucke mal, also hier muss es definitiv noch mehr geben. Credits? Chance Cola lasse ich mal. Da haben wir noch einen. Den hatten wir schon, okay. Wir sollten uns umsehen. Ja, ich bin doch dabei. Ein hübscher Fund. Wo? Er? Nee. Die Rührschüssel? Sarah, meinst du die Rührschüssel? Ist ein hübscher Fund oder das Geschirr? Was ist denn hier ein hübscher Fund? Was hat's gesehen? Sehen wir uns mal ein wenig um. Eine Spritze. Sarah, du willst hier jetzt nichts spritzen, oder? Was ist denn das da? Topfdeckel, okay. Du warst gut. Ich sehe hier nichts. Vor allem, warum muss es so dunkel sein? Was gibt's denn da? Aluminium? Sprich mit Emma Wilcox. Ach so, ich habe schon gefunden, warum ich gesucht habe. Sehen wir uns mal ein wenig um. Hast du was Interessantes gefunden? Glücklich machen. Slate, zeig sie das mal an. Was haben wir denn hier alles? Interessant. Ihr Schiff wurde also aus der Haupttech-Fabrik gestohlen. Wer auch immer das war, muss ein unfassbar guter Schiffsdieb sein. Irgendjemand will diese Farm unbedingt haben. Apropos, gehen wir zurück und sagen Wagoner, dass sie erstmal in Sicherheit ist. Emma Wilcox folgt dir jetzt. Ist sie jetzt meine... Kann ich sie als Begleiter haben? Hatte ich bei der... Wir können das Schiff hier doch haben, oder? Kann ich das Schiff jetzt haben? Watchdog. Unzugänglich. Aber warum? Ich hätte gern das Schiff. Alter, wie hoch. Komm ich sonst noch irgendwie weiter? Jo, tatsächlich.
es keine gute Idee, jetzt große Schritte irgendwo hinzumachen. Aber wir kommen hier hoch. Die anderen springen auch hinterher irgendwo. Jau! Einfach durchs Canyon. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, der Planet, der gefällt mir. Irgendwas habe ich gehört. Emma hat mich schon mal gefunden. Wo ist Sarah? Ah, sie kommt schon. Sie kommt schon noch. Also der Planet gefällt mir auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Aber der ist mir zu sehr bewohnt. Dafür, dass ich hier eine Basis bauen wollen würde. Und aber ich glaube, das ist noch eines dieser komplett handgemachten Dingern. Zumindest hier, der ganze Bereich. Weil hier wurde ja extra ein Weg angefertigt durch so ein Canyon. Hi Sarah, wo ist Emma? Da sind sie. Wer jetzt da drüben ist? Ich glaube, ich nicht mehr. Nein! Nein, oben bleiben, nein! Bethesda-Spiel. Typisch Bethesda. So. Hier ist schon mal ein Friedhof. Gibt's einen Namen? Hier ruhen namenlose Dudes. Und Dudies. Der Menge an Grabsteinen nachzuurteilen, lebt die Familie Wagoner hier wohl schon sehr, sehr lange. Der Menge an Grabsteinen. Also, ich würde vielleicht sagen, zwei Generationen, die sind die dritte Generation. Also so lang wäre das jetzt auch nicht. Meines Erachtens nach. So. Was gibt's Neues? Michaela, was genau. Was ist passiert? Habt ihr die Männer gefunden? Ja, wir haben sie gefunden und wir haben sie erledigt. Sie waren im Canyon, leider ist es handgreiflich geworden. Die machen dir keinen Ärger mehr. Ich habe schon gehört, dass auf die Freestar Ranger Verlass ist. Jetzt habe ich es selbst gesehen. Also, wer waren sie? Und warum wollten sie meine Farm haben? Wir haben einen Ansatzpunkt, aber es ist noch zu früh. Man sagt ja, dass die Ranger immer ihren Mann kriegen. Ihr schafft das schon. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Wir machen unseren Job. Dankbarkeit ist gut, Credits sind besser. Ah, wir haben genug Credits. Ja. Trotzdem bin ich euch dankbar. Wenn du weiter Probleme hast, melde dich einfach. Wir sind im System, also können wir schnell jemanden schicken. Okay, Deputy. Zurück zum Turm. Wir müssen dem Marshall Bericht erstatten. 8.300 haben wir dafür bekommen. Nice. Emma Wilcox folgt dir nicht länger. Emma Wilcox folgt dir jetzt. Ist die jetzt... also bleibt jetzt als aktiver Begleiter? Hatten... So, nochmal abheben. Auf und davon.
Stapel Bremsraketen. Arbeit erreicht. Stabilisiere. Fertig. So, ich liebe aber mein Raumschiff, wie das jetzt mittlerweile aussieht. Muss ich auch ehrlich sagen. Von außen zumindest. So, Aquila. Auf nach Aquila. Jo, habe ich auch vor. Zur Karte. Und dahin. Haben wir eigentlich wieder ein Skill... Wir sind jetzt Level 21. Haben wir wieder einen Skillpunkt? Aber wir müssten eigentlich auch mal diesen Fotomodus ausprobieren. Ich glaube hier, aus der Map, die wir jetzt gerade gesehen haben, jetzt hier, dieses Bild, da irgendwie auch noch eine Base zu haben, wäre auch cool. Fliegt einer weg oder landet hier einer? Ich glaube, ist weggeflogen. So, ich will jetzt aber erstmal gucken, ob ich noch was verkaufen kann. So, verkaufen. Fangen wir erstmal mit Waffen an. Wir haben ja... Der sieht cool aus. Den behalte ich mal erstmal. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Den. Der kann auch weg. Der kann weg. Nicht genug Geld. Ja, den brauche ich auch nicht. Dann hier Deputy. Hier auch Deputy. Brauche ich das? Also... Ich finde mein Outfit schon viel, viel cooler. So. Die behalte ich alle erst einmal. Restart Deputy Mark. Die behalten wir. Wie viel Geld haben wir? Habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich werde wahrscheinlich hier so drauf gehen. 166.000. Wollen wir uns ein zweites Schiff mal kaufen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, Schiffseigentümer müssen sich um Parasiten auf ihren Schiffen. Ja, zeig mal deine Schiffe. Was, was dir gefällt. Ja, ich denke mir schon auch. Ah, da ist die Watchdog, die wir vorhin nicht. Die Watchdog 2, die wir nicht klauen konnten. Dann hier den Ranger. Nee. Der ist mir zu teuer. Okay, also nicht seine Schiffe. Ei, ruckel, ruckel. Das ist auch ein cooles Schiff. Schön alles abgerundet. Schon mal was von der Alias Zuflucht gehört? Ist wohl so ein esoterisches Heilzentrum, um Kriminelle zu reformieren oder so. Auf XL2. Das floppt sich ja so hart. Begib dich nach Elios? Ein Gefängnisplanet oder was ist das? Da würde ich gerne mal hin. Die Gefangenen mal besuchen, die Knackis. Ich
mich schon interessieren, wie es da aussieht. Also, was da genau gemacht wird. So. Der Putti, wo bist du? Ne, nicht der Deputy bin ich ja. Der Putti bin ich, der Marshall. Das ist besser als ein Leben als Staubcowboy in der Terra. Wenn du die Ranger suchst, geh auf die oberen Ebenen oder in die Kantina. Ja, wo ist denn die obere Ebene nochmal? Ich suche. Muss es hier noch weitergehen? Es kommen viele Promis nach Aquila. Man weiß nie, wie man in der Kneipe so alles trifft. Bin ich der Promi oder wird? Was, hier nach oben? Nee, auch nicht. Hä? Wo ging es nochmal nach oben? Hier auch nicht. Hä? Oh. Hupsi. Geht's hier noch weiter nach oben? Nee. Hier geht's auch wieder nach Aquila City. Sarah, sag mal, wo geht's nochmal nach oben? Ich verlaufe mich hier. Ich komm gut durch. Schön für dich. Ich gerade nicht. Ich verlaufe mich gerade sehr. Das sieht sehr schön aus eigentlich. Ich müsste eigentlich auch für meine Base eher so Hochbetten machen. Wenn ich die Zimmer einrichte. Wo muss ich hin? Der muss noch weiter nach oben. Abprallschuss Eon, legendär. Hat keiner gesehen. Ich verlaufe mich hier auch andauernd. Was ist auf Montara Luna los? Der Hilferuf von der Wagoner Farm war doch ein wenig interessanter als gedacht. Ein paar Männer wollten die Wagoners von ihrem Land vertreiben. Erst wollten sie es kaufen, dann haben sie es mit Drohungen versucht. Wir haben sie zur Rede gestellt und das wurde hässlich. Es hat keiner von ihnen überlebt. Du hast jemandem in Not geholfen und bist lebendig zurück. Das ist ein Erfolg. Wenn du meinst... die Wagner ist in Sicherheit, das ist das Wichtigste. Es gibt noch offene Fragen, das auf jeden Fall. Ganz genau. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Vorher ist sie nicht außer Gefahr. Welchen Eindruck hattest du von den Männern, die sich die Farm holen wollten? Sie waren tough und gut bewaffnet, vermutlich Söldner. Einen ziemlichen toten Eindruck, als ich mit ihnen fertig war. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Ja, die wirkten schon ein bisschen tough. Wenn das stimmt... muss jemand sie angeheuert haben. Also, habt ihr etwas gefunden, das erklären könnte, warum diese Männer die Farm wollten? Slate geben, nur das hier. Slate geben, sie haben jemanden angeheuert, um Hopetech ein Schiff zu klauen. Slate geben, sorry, aber ich habe nur das hier gefunden. Nein, wir nehmen das mit uns. Hopetech-Schiffe sind nicht gerade billig. Der Dieb könnte uns vermutlich jede Menge über diese Burschen erzählen. Es gibt noch was. Sie hatten Uniformen der Freestar-Miliz an. Das Einheitenabzeichen war gelb auf schwarz mit der Zahl 1. Sie haben auch gesagt, dass man sie vergessen hat. Sie waren irgendwie verbittert, voller Groll. Hast du nicht im Koloniekrieg gekämpft, Marshall? Klingelt da was bei dir? Die First Cavalry. Ich war mal in der Einheit, aber sie wurde vor Jahrzehnten aufgelöst. Nach der Schlacht von Nera. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Unsere beste Spur ist es wohl, den Schiffdieb zu finden, den die Typen angehört hatten. Das erklärt immer noch nicht, warum sie die Wagoner Farm haben wollen. Was in der Schlacht von Nera passiert? Könnten die Männer Veteranen der First Cavalry sein? Es ist wohl nicht unmöglich, aber es ist verdammt unwahrscheinlich. Die Einheit wurde quasi ausgelöscht und die wenigen Überlebenden wurden wegen Befehlsverweigerung ins Gefängnis geworfen. Ich weiß nicht mehr, wie lang die Strafe war. Ja, unsere beste Spur ist dann wohl den Schiffdieb. Ne, warte. Was war der Koloniekrieg? Der Krieg zwischen den United Colonies und dem Freestar Collective. Der schlimmste Konflikt, den es in den besiedelten Systemen je gab. Beide Seiten haben schreckliche Waffen eingesetzt. Unzählige Menschen sind gestorben. Der Friedens- und Sperrvertrag wurde vor 20 Jahren unterzeichnet. Aber die Wunden sitzen tief.
Und was in der Schlacht von Nera passiert? Die First Cavalry hat bei einem Angriff auf eine United Colonies Basis fast alle ihre Mechs und Soldaten verloren. Sie standen kurz vor dem Sieg. Da kam der Befehl zum Waffenstillstand. Beide Seiten hatten einfach schon zu hohe Verluste gehabt. Der Kommandant, der First, ignorierte den Befehl. Er wollte nicht, dass seine Soldaten umsonst gestorben sind. Sie haben ihn und die überlebenden Offiziere vors Kriegsgericht gestellt und weggesperrt. Das klärt aber immer noch nicht, warum die Wagner Farm haben. Nein, es wirft nur neue Fragen auf. Der Schiffsdieb kann uns vermutlich ein paar Antworten liefern. Die Hauptech-Fabrik liegt in Haupttown auf Polvo. Near Kalu ist unser Ranger dort. Sie kann dir Ron Hope vorstellen, den Präsidenten von Hauptech. Vielleicht kann er dir helfen, den Dieb zu finden. Aber pass auf, dass du ihn nicht verärgerst. Er sitzt im Rat der Gouverneure, dem wir unterstellt sind. Was kannst du über Ron Hope sagen? Stolz, stur und klug. Ein self-made man. Er hat Hauptech mit Blut, Schweiß und schierer Willenskraft aufgebaut. Okay. Und was ist der Rat der Gouverneure? Das Regierungsorgan, das über das Freestar Collective und die Ranger herrscht. Die Ratsmitglieder sind die politische und wirtschaftliche Elite des Freestar Collective. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir mit ihnen zu tun haben. Alles klar. Das wird kein Problem. Gut. Ich kann's wirklich nicht brauchen, dass der Rat mir Ärger macht. Das ist jetzt deine Mission, Deputy. Finde gemeinsam mit den anderen Rangern möglichst viel über die Männer auf Montara Luna heraus. Ich suche inzwischen nach einer möglichen Verbindung zur First Cavalry. Viel Glück bei der Jagd. Jo, danke. Job erledigt entfernt. So, okay. Wir müssen dann raus, ne? Ich will mir jetzt aber die Waffe ansehen, die ich jetzt eingesammelt habe. So. Warte mal. Dann mache ich die mal hier. Dann muss die andere Eon. Die Modifikation hier da rein. Wenn die schon legendär ist. Wir haben schon 3800 Schuss dafür. Ich muss mal zusehen, dass ich meinen Waffenmann modifiziere. Wir müssen unbedingt genügend Munition mitnehmen, wenn wir die Wildnis vor der Stadt erkunden wollen. Mr. Tate, ein Immobilienmakler, versucht für die Menschen im Stretch etwas zu organisieren. Er ist ein guter Mann. Okay. Sprich mit Mr. Tate, okay. Aber ich hoffe jetzt nicht Andrew Tate. Haben wir eigentlich was im Raumschiff? Für die Waffen? Dir noch einen schönen Tag. Jo, danke, ebenso. Jo, geil. Ich kam hier hoch. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger dafür, dass ich hier oben bin. Autsch. Es kommt bald ein Frachter, ich muss arbeiten. Ich hab dich nicht angesprochen, was willst du? So, einmal gucken, wo habe ich nochmal meine Waffenräume hingetan? Kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Sie hat wieder was für mich? Wo ist sie denn? Sarah? Da. Hallo. Hi. Was hast du für mich, Sarah? Du hast etwas Gutes für mich, Sarah? Langsam sollte ich Credits verlangen.
Glatt, Nährstoff hinzugefügt, nice. Wir unterhalten uns später. Kann man mit ihr irgendwie auch eine richtige Beziehung hier führen? Pharmazeutisches Labor. Ach nee, das ist... Okay, aber war jetzt nicht das, was ich jetzt haben wollte. Was denn damit? Forschungslabor. Kann ich hier was Neues reinpacken? Habe ich wieder was dafür? Pharmakologie? Nee, ich habe... Chemie fehlt mir. Ich habe keinen Käse. Hier fehlt mir zu viel. Oh, Helm. So. Nice, der ist fertig. Jetzt ist das Helmut 2. Waffen. Immer ein bisschen was eingesetzt. So, wo ist... Wo ist die andere Waffen? Da haben wir. Industrielle Werkbank. Anzugwerkbank. Ist schön unterwegs zu sein. Waffenwerkbank. In der Loge wird's manchmal etwas eng. Ich will hier mal schauen. Kann nicht den hier? Leuchtvisier, Reflexvisier. Mach ich mal das. Hey, guck dir auch mal meine Waffen an. Kompensator mit Nungsbremse. Was ist hier jetzt? Ach ne, diese Scammer-Dinger kommen jetzt bei mir hier. Wollen was von mir. Hier... Fehlt mir Wissen, glaube ich. Ich könnte das hier machen, den Kompensator. So, explosive Geschosse, taktisches Magazin. Das gefällt mir. Whiteout. Munition, die chemisch behandelt wurde und bei Kontakt zu brennen anfängt. Die gefällt mir mehr. Laser. Laservisier. Laservisier. Intern. Hochgeschwindigkeit. Keine Mod. Schwächeabzug. Verschluss. Halbautomatisch. Binärer Abzug. Skin. Standardskin. Ah, nein. So, warte mal. Ich kann den doch auch umbenennen. Ich nenne den mal um. Ich nenne den mal dann... Ich nenne den mal Shadow. So. Weil das ja der Legendäre ist, behalten wir den auch erstmal. Jo, cool. So, hier gibt's sonst Spielfigur Herr des Schnees, Königin der Schatten, Königin der Schatten. Was ist das für ein Spiel eigentlich? Für ein Spielzeug. Gefällt mir, sieht cool aus, klingt interessant, aber null Plan. So. Ah, hallo. Guten Tag. So, und los. Abheben beendet. Ah.
Ich finde es aber krass, wie viel Geld man hier eigentlich in Starfield hat. Und dass das trotzdem sehr wenig ist, was man hier hat. Orbit erreicht. So. Wir müssen ja dahin weiter. Nach Valu. Und Grafsprung, komm! Was für eine Reise! Schalte von Graf auf normale Tür! Systemausfall! Brauche Hilfe! Ich wiederhole, ich brauche Hilfe! Wo? Du befindest dich im Freestar-Collective-Raum. Bitte Scan abwarten. Hoffnungsträger, muss ich bei denen da rein? Ist das hier? Niak, hallo Schiff. Docken wir mal an. Wenn die Hilfe braucht, also das gehört zur Quest. Andocken abgeschlossen. Ja, stehen wir mal auf. Und dann würde ich sagen, hier machen wir mal in der nächsten Folge weiter. Weil das klingt jetzt auch schon interessant und wir sind ja auch schon bei 50 Minuten. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!